Und herzlich willkommen wieder zum Mod-Szenario, dem polnisch-sowjetischen Krieg. Wir sind hier mit Polen noch relativ am Anfang. Es ist Ende Mai. Hier oben sind die Gegner gerade im südlicheren Nordabschnitt gut vorgedrungen. Und im Ostabschnitt war es auch eher im Süden, wo es jetzt schon ein Stück weit nach hinten ging. Die jeweiligen Nordabschnitte haben eigentlich noch ganz gut gehalten, aber es waren ja auch erst ein paar Züge gespielt. Hier ist der Gegner interessanterweise überhaupt noch nicht vorgedrungen. Langsam hätte man doch schon noch Lust, ob man den Ort nicht vielleicht besetzt. Oder ich bin noch am Überlegen, den Reiter hier hinzustellen. Damit er das jetzt auch so richtig blockt mit seiner Kontrollzone auch und so. Mal gucken, ob die da jetzt reagieren. Also das Problem ist natürlich, dass die jetzt hier von der Seite angerannt kommen. Könnten sogar abenteuerlich genug sein, versuchen hier rüber zuzugreifen. Also muss die Front hier ein bisschen mehr nach Osten ausdehnen. Wir haben hier zum Beispiel einen Reiter, der gerade da eigentlich nur zur Sicherung rumsteht, aber da ist ja noch nicht viel passiert. Du gehst da drüben in den Ort rein. Der, und auch hier könnte man theoretisch noch schauen, ob man nicht Einheiten anders formiert. Hier kommen sie. In der Stadt, ja, also das Bande wirklich ist auch, finde ich, man gewisse finanzielle Probleme hat in diesem Szenario. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die so heißt, ich weiß es nicht. Ja, gut, die Sowjets kriegen dezent mehr Punkte, so mit 240. Selbst wenn man den KI-Schwierigkeitsgrad rausrechnet, sind das dezent mehr. Okay, das heißt. Es ist auch wirklich von allen Spieleinstellungen so her, dass die Sowjets in der Offensive sind und auch viel mehr Geld zur Verfügung haben. Während wir als Polen sehen müssen, bei jedem einzelnen MPP, wie wir den denn ausgeben. Ich bin überlegen, mich dann auch deswegen hier zurückzuziehen auf diese Orte und dann nebenbei auch diesen Vorstoß aus Osten zu reagieren. Aber gleichzeitig, falls man hier irgendwie Schläge hat, Beispiel, ich meine hier oben auch. Oder sonst nehme ich mal den mit. Gut, fahren natürlich, wenn wir den Ort nehmen, da ist natürlich noch der Fluss, aber hier ist auch so ein bisschen Fluss. Also wenn wir den erstmal in Sicherheit bringen, dann versuchen hier eine Verteidigung zu richten. Und sich da nicht mehr verschanzen. Dornhaarangriffe müsst ihr euch aber natürlich auch verschanzen und alles. Na gut, sonst geht er schon mal so rein. Ohne kommt er, gut, jetzt da und der kommt da hinten rein. Na eben sehen, der Panzerzug muss Platz machen, damit die Kanone da reinkommt. Der sollte sich auf jeden Fall eigentlich verschanzen, also sein 2-0 liegen lassen. Aber du kannst es gerne machen. Und meinetwegen erst. Na, beziehungsweise du musst ja da, wo der Panzerzug ist. Beziehungsweise der kann auch da rein. Mal nach hinten. Du darfst deinen Treffer machen und mal ein bisschen zur Seite fahren. Kommst da rein. Oh, du. Ich meine, er könnte den vernichten, das wäre sicher nett. Aber ich möchte jetzt erstmal, dass der da reinkommt und dass du hier hinkommst. Und dich hier verschanzt und die jetzt erstmal diese Position so ungefähr haltet. Und das HQ auch stärker hier rüber rücken. Also, dass es dann von hier stärker Versorgung austeilt. Dazu kann sich zur Not ja noch weiter bewegen, ja, und ihr solltet euch auch zurückziehen. Also der eine mal irgendwo in Deckung. Der gerne auch noch einen Schritt nach hinten. Und die, die noch kampftauglich sind, versuchen den Weg zu blockieren. Kann sein, dass der Gegner versucht, über die Sümpfe vorzustoßen, aber dann hat er eh keine schönen Angriffe. So, und der Reiter attackiert ein bisschen, falls die von da irgendwas machen. Und du
Kannst da noch mitkommen. Ja, wo geht man die Punkte aus? Wir müssen eigentlich auch. Stadt ist sogar halt ein NM-Ziel. Das ist nochmal was Besonderes. Würde ich den gerne wieder fit machen, auch wenn wir dann schon halb pleite sind. Der Rest, das muss ausreichen. Bombardierungsbomber nochmal zugeschlagen. Haltet eure Position. Das hier sieht ja auch alles noch recht solide aus. Ich meine 1-0. Und ja, mal mitnehmen. So, und hier drohen die uns einfach zu umgehen. Bist du mal dahin und der Reiter kommt natürlich auch zurück, der da oben auch komplett ohne Versorgung stand, also nur noch einen hatte. Dann haltet sie da auf. Das wird schon. Da versucht einer reinzugehen. Und da auch gucken, nicht, dass der von hier hinten durchläuft. Da muss vielleicht der Reiter zurück. Aber überlegt, dieser Reiter hier hat ja auch hier einen Ort. Wo du zumindest mal bis dahin reitest. Und dass sie auf jeden Fall schon mal nach Süden deckst. So, und dann, wie man das wieder in Ordnung bringt. Auf jeden Fall ausreichend Versorgung. Stadt an sich und alles hält ja noch. Das Thema. Unsere Flieger oder sonst gehen wir auf den. Also für so die wirtschaftlichen Verhältnisse stehen, lohnt sich ein 1-1 bei weitem nicht. Sonst sagen, du gehst da hin. Wir haben hier noch eine Einheit, die bisher nur eher hinten stand. 1-0, aber ist in Ordnung. Die ist dahin. Ja, und ihr hier vorne haltet eure Position erstmal weiter. Man muss natürlich aufpassen, falls man hier wirklich komplett durchbrauchen wird und die am Ende drohen einzukesseln und irgendwann doch mal den richtigen Moment zum Rückzug erwischt. Aber ich meine, wenn das hält, desto besser auch. Und dann kommen wir hier zu den problematischeren Zonen mal wieder. Also ihr seid hier natürlich auch häufig eher schlecht versorgt. Der Gegner aber im Moment auch. Insofern passt das ja fast schon von einem gewissen Standpunkt, aber die rücken hier vor. Weil es wirkt fast so, als ob man. Ist jetzt mal wieder das von dem Mod, dass die Grenzen manchmal nicht hundertprozentig klar sind, aber es wirkt so für mich, als ob wir die hier ein bisschen einkesseln könnten. Erst wenn wir dann noch ein wenig unsere Einheiten riskieren. Mal wieder zurückgehen. Ja, dann haben wir hier nämlich noch einen Moment Zeit, unsere Verteidigung zu errichten. Die Artillerie muss nach hinten mit ihrer Dreierreichweite, kann die aber auch einiges. Würde ich da gerne in die Stadt ziehen. Sehen in diesem ganzen Großbereich. Also, irgendwer muss natürlich auch den Ort decken. Du bleibst noch in dieser Flussposition. Ihr haltet da drüben eure Position. Du bleibst in der Stadt. Jetzt steht der natürlich vielleicht ein bisschen unschön. Aber es kann dir helfen, die alle da zu stoppen. So, ja, dann mal. Nutzen wir die Zeit hoffentlich, dass die da mal abgeschnitten sind, weil im nächsten Zug nicht viel machen können. Um hier Verteidigungslinien zu bauen. Sonst stellt euch mal an den Rand vielleicht auch ruhig. Dürften ja im nächsten Zug nicht so stark sein und dann kann man vielleicht den einen oder anderen schönen Treffer machen. So, und du gehst da rein, du bleibst da. Ja, müssen wir mal schauen. Ich meine, wir haben hier noch zwei Kavalleristen. Wenn die Versorgung für den eng wird, können wir ihn vielleicht noch irgendwie wieder raushauen. Ich will natürlich noch den ran beordern. Der geht in die Stadt und der wird geheilt. Oh, du könntest noch mehr hier mit rüber, dann kann man den Kessel hoffentlich besser erhalten. Aber dann würde ich den ja gerne wenigstens ein Stückchen heilen. So, ihr macht
Ist dann. Wie sieht's hier aus? Ja. Irgendwie auch schon ganz nett aus, wie der steht, aber ich würde ihn trotzdem lieber zurückziehen. Die Sohn darf auch mal nach hinten. Das ist ein Feld, vielleicht. Ich meine, hier ist eine Hügelgruppe, aber dann ist hier so viel Platz, wo sie durchstoßen könnten. Sagen, du gehst hier hin und verschanzt dich hier nochmal neu. So, und ihr müsst versuchen, das hier zu halten. Ihr habt ja auch einen HQ gekriegt und alles. Das Problem wäre jetzt hier unten, der so gut wie eingekesselt war. Geben wir die Stadt halt auf. Mal gucken, ob die dann wirklich versuchen, hier durch das ganze Flachland vorzustoßen. Nun kann ja man hier noch ein bisschen vorrücken und sich das angucken. Und so, der war auch noch nicht verschanzt. Der Kollege auch nicht. Gut, und ansonsten haltet das hier in der Gegend. Kann man dich noch einen Ticken heilen? Was kostet eigentlich Verlegung? So mal für die Theorie. Ist auch zu viel für eine Garnison. Und dann haben wir noch ein Jagdflugzeug. Sonst sagen, du kommst ja nach Süden mit. Und das wären dann, denke ich, alle. Und dann mal sehen, was die Gegner anstellen. Ja, da bleibt jemand in Partisaneneinheit, die wir jetzt auch direkt kriegen. Okay. Das war ja letztes Mal noch über ein Event. Da wir jetzt kriegen Boost aus Propaganda plus 1000. Ich frage mich jetzt natürlich, wie das prozentual dann aussieht. Ort wird natürlich eingenommen. Oh, da machen Reiter einen ganz schönen Vorstoß. Wir haben auch was von dieser Dreifelder-Artillerie. Ah, und jetzt wird das hier vorne eng. Ich fürchte. Ja. Aber ich denke, sie könnten den Fluss noch nicht überqueren. Oder ich hoffe es. Sie natürlich jetzt auch ihre Einheiten wieder versorgt. Aber es hat sich zumindest Zug aufgehalten. Das ist natürlich, okay, er kommt auch in den Ort rein. Das ist jetzt wohl das Signal, sich von da mal zurückzuziehen. Gucken, kriegen die da noch irgendwie einen Kessel zu und wie man jetzt die Einheiten da wieder rauskriegt. Ah, und jetzt gehen sie doch mal auf die Stadt. Ich habe den Eindruck, auch hier und da etwas freudiger auch mal durch den Sumpf oder so. Und schauen muss, wie man die Orte da dann vernünftig gesichert kriegt. Und hier auch schon ins Land rein. Und jetzt sieht man, hier ist auch diese sonstige Grenzverschiebung. Das heißt, irgendwie, wenn die Sowjets nur sowjetisches Gebiet erobern, das vorher besetzt war, dann muss man echt auf die Farbe achten, wie in welches Land gehört. Aber sobald die dann in ein anderes Land reingehen, sieht man noch eindeutig die Markierung. Ja, und die sowjetische Moral nochmal hoch. Punkte. Und wir was verlieren. Aber okay, ja, das ist prozentual, aber noch überschaubar.
Ja, gut, zum Aufklären sind wieder gut dabei. Kommandant, die Sowjets setzen uns schwer unter Druck und viele haben den Glauben in den Sieg verloren. In diesen finalen Stunden wünschen viele polnische Künstler, den Krieg zu unterstützen und ja, ihr Talent einzusetzen zur Inspiration. Aber die brauchen Ressourcen. Sollen 20 MPP ausgegeben werden und zur Steigerung der Moral, wird die nationale Moral bei 1000 erhöhen und 20 MPP kosten. Gut, es gibt keine Info. Ich meine, wir können es machen. Bekanntermaßen haben wir nicht viel Geld, aber sehen wir mal zu, dass da wieder mehr NL reinkommt. Gut, wir haben noch 78.000 auf Konto. Aber wir können es ja ruhig gerne mitnehmen. So, wobei 3-1. Lohnt sich das wirtschaftlich? Wie waren nochmal die Zahlen? Ich nehme mal an, dass unsere Wirtschaft irgendwann auch wieder anspringt, aber im Moment ist das eindeutig mit 240 zu 40. Der Gegner nimmt also das Sechsfache ein. Da ist selbst so ein 3 zu 1 schon fragwürdig, ob das wirklich was bringt. Sonst gehe ich erstmal in die Stadt und verteidige die einfach. So, und das Problem ist jetzt hier, sie drängen von allen Seiten. Hier auch mit einem Reiter jetzt einfach schon, ja, querfeldein, mehr oder weniger. Das wahrscheinlich heißt, dass sie uns hier auch noch ein Stück zurückziehen müssen. Wobei die von dieser Position sollten das hoffentlich erstmal halten. Hier sieht das alles komplizierter aus. Aufklärungsbomber. Vielleicht auch auf den 1-0. Okay, jetzt ist erstmal die Frage, wer kümmert sich um den? Also ich glaube, der Reiter macht sich in der Stadt schon ganz gut. Beziehungsweise, wenn er rausreitet, hat er so gut wie keine Versorgung mehr. Sagen, sonst mauerst du dich erstmal in der Stadt. So, und irgendwer muss sich dem entgegenstellen. Könntest du zum Beispiel machen, dass man auch ein bisschen Kontrollzone hat und der nicht zu leicht hier durchkommt. Okay, auf den haben wir keinen Treffer, dann würde ich sagen, wir nehmen den Treffer. Und ihr haltet, der ist angeschlagen. Ja, das riecht wahrscheinlich das Akku in die Stadt zurück. Ihr haltet noch den Weg. Du bist jetzt auch nicht verschanzt. Okay, ich sehe, es sind wohl unangenehme Entscheidungen fällig. Könnten den da nachschieben und den in die Stadt nachschieben und der könnte bis dahin. Sagen, der Einser haut erstmal nach hinten ab, weil wir einfach kein Geld für nichts haben. Er könnte sich da natürlich nicht mehr verschanzen oder er geht da und verschanzt sich hier. Artillerie könnte er hier zwischen. Weil das Akku gibt keine 10 aus, sehe ich gerade. Weil es zu ungünstig steht. Okay, die Rundenberechnung, Versorgungsberechnung dauert einen Moment, aber jetzt gehe ich davon aus, dass ich hier, ja. Also du könntest auch dahin und dich verschanzen. So, der könnte sich auch hier verschanzen. Ist zwar nicht der stärkste, aber hat erstmal nur einen Gegner oder so vor sich. Und du hältst diese Position. Das heißt, du hältst diese Position. Und wir könnten ja auch den hier noch notfalls leicht zurücknehmen. Artillerie geht dahin. Ja, lieber Panzerzug, ich ziehe jetzt nicht den Zweierverschanzten zurück, nur damit du schießen kannst. Das ist nebenbei das Flugzeug. Könnte ich aber hier mal im Ort zwischenparken. Nur so, falls da irgendwie ein Gegner auftaucht. So, dann können wir mit dem darauf hoffen, dass der hier überlebt.
ist natürlich wieder dieses Seefeld. Man sich nicht mehr verschanzen kann, aber eine gesündere Einheit dran. Du gehst dahin. Du gehst in die Stadt selber rein. Ich glaube, die könnten sich ja sonst auch noch einen zurückziehen. Okay, und ihr haltet hier ein wenig im Sumpf. Ich glaube, ihr könnt hier auch noch mal eine Einheit mit rübergeben. Noch sieht das in dieser Ecke ja sehr entspannt aus. So, wir bringen mehr Artillerie vorbei. Würde ich den schon gerne etwas fitter machen. Hier sind so zwei Punkte. Unser Flieger kann hier austeilen. Du passt da erstmal auf. So, hier hat sich jetzt auch nicht viel getan. Wir haben eine Partisaneneinheit. Ja, dann geh los und nerv irgendwo rum. So, hier haben die jetzt noch mehr geschickt. Langsam ist dann wirklich die Frage, man riskiert, also wenn die noch mehr schicken, dass man hier dann doch mal umgangen wird und dann wird das unangenehm. Deswegen eh schon von hier Ärger, wo man aufpassen muss, dass der nicht da hochläuft. Würde ich sagen, ziehen wir uns hier auf den nächsten Ort zurück. Du kommst bis dahin. Dahin. Und du gehst mal eben in den Ort rein, um auf Nummer sicher zu gehen. Hier ungefähr eine Verteidigung auf. So, du passt da weiter auf den auf. Und dann müssen wir uns hier drüben zurückziehen. Auf den nächsten, vielleicht da, wo das Saku ist und vielleicht diesen Reiter hier loswerden. Wenn wir da drüben einen 03 haben, der ist hier erstmal gefährlicher. Sehr entspannt, wenn die Luftwaffe bei so Sachen mithelfen kann. Okay, wir haben eine Krone. Schwungeinheiten, deren Position jetzt natürlich auch versorgungstechnisch hier unten schwierig wird, wenn von da nichts mehr kommt und das Akku da steht. Das nächste erst da hinten. Na gut, du kriegst nur einen Angriff aus dem Sumpf auf den Gegner. Stell dich mal so, dass du gegenüber dem noch Kontrollzone hast. Aber das reicht sehr gut. Noch ein bisschen dahin, die Flieger vielleicht noch hinten. Dann versuchen wir uns auch zurückzuziehen. Du deckst jetzt hier diesen Fluss. Weiter, ja. Sonst nur Infanteristen. Müssen. Das mit dem Fall der Schanze ist natürlich schwierig, weil die jetzt erstmal Meter machen müssen. Sonst geht hier auch im Zweifel hinter einen Fluss oder in einen Wald rein. Wir könnten natürlich dadurch, aber ich glaube, das wird für den Moment noch halten. So, dann hier ist es ja letztes Mal gelungen, Gegner sogar einzukesseln. Jetzt aber selber ein paar Probleme, ob man die Einheiten da noch lebend wieder rausbekommen können. Und die müssen ganz dringend den Kollegen heilen. Ist sonst noch jemand? Wir müssen hier umbauen, natürlich, dass der Ort gedeckt ist. Haben wir aber auch ein solides 1:5, dass man den Gegner vielleicht mal rausschlagen kann. Und dann noch den dazu nehmen. Da ist man sicherheitshalber in den Ort, okay. Dann würde ich sagen, der ist wichtig. Der wird geheilt. 1:2, das lohnt einfach nicht. So wie gerade die wirtschaftlichen Verhältnisse liegen. So, und ihr versucht hier rauszukommen. Hinter den Fluss und dich da verschanzen und du versuchst einfach nur noch in versorgtes Gebiet durchzudringen. Das, wenn irgendwann mal Geld da ist, werde ich zumindest verbindlich zurückkaufen können. Und wenn das von hier alles fällt, dann ist auch dieses Flussfeld da vorne langsam. Ja, muss man es nicht mehr halten. Dann geht hier schon mal zum nächsten Fluss zurück. So, ihr haltet das.
Ihr haltet hier. Bisschen ans Grübeln kommt man ja schon, ob sich nicht vielleicht auch ein 3-1 lohnt. Gerade hier unten, wenn die gegnerischen Kavalleristen nicht mehr gut durchkommen, würde das ja die Lage entspannen. Erstmal ein bisschen zurückgeworfen. Wir sehen natürlich, wir haben ganz viel Artillerie hier. Und vielleicht vorher den noch schwächt. Vielleicht lohnt es sich dann anzugreifen. Nee, bleibt auf 2 zu 1. Und du hältst weiter die Position dazwischen. Überlegen hier vorzugehen. Wenn man nach Süden den Fluss mit dabei. Vor allem, dass der Gegner nicht so viele Positionen an der Stadt dann schon kriegt. Man die ein bisschen besser verteidigen kann. Und ihr bleibt hier drüben in euren Positionen. Würde ich hier unten noch heilen. Ja, dann haben wir noch unser Jagdflugzeug. Überlegung wahrscheinlich zu teuer wäre. Ach ja, ist überhaupt kein Geld, dann auch nicht für die Garnison. Muss ja erstmal da rein. Was sammeln wir eigentlich britische Punkte? Ich weiß es nicht. Aber irgendwann wird das sicherlich mal wichtig sein. Gut, ich denke, wir können den Zug beenden. Ah ja, weil wir wissen, was wir Propaganda ausgeben. Mit 22 MPP im nächsten Zug. Wir nehmen natürlich den Ort ein und die Reiter gehen zum Teil in versorgtes Gebiet zurück. Sehr schön. Das heißt natürlich, sie sammeln sich für eine neue Angriffswelle und wenn die dann aus ihrem versorgten Gebiet zurückkehren, haben sie ein bisschen mehr Schlagkraft. Natürlich keinen vorbereiteten Angriff, aber naja, wenn sie dann mal Versorgung haben und der zumindest überlebt, überleben bis hierhin. Entgegen wird erwischt. Weiter Vorstöße. Auch hier überall Angriffe da. Oh, Fahrzeuge brechen durch. Der Artillerie mit den drei Feldern Reichweite, die hat schon was. Ich muss mal gucken, was wir wegen dem Fahrzeug unternehmen. Position, da hält glücklicherweise auch noch durch. So. Jetzt eingekesselt? Ich glaube schon. Man darf als Polen nicht gerade viele Einheiten verlieren bei den wirtschaftlichen Verhältnissen. Mal sehen, ob wir den da noch irgendwie rauskriegen wieder. So, die marschieren da auf. Die noch hier. Aber ich hoffe mal, dass es das mit den Angriffen so im Allgemeinen war. Ja, und es regnet. Es regnet. Das ist natürlich jetzt besonders ungünstig, weil ja eigentlich unsere Luftwaffe bis hierhin immer sehr, sehr gut mitgemacht hat. Mal schön den Schaden, wenn das jetzt nicht geht in diesen Zug. Naja, wir müssen es einfach mal sehen. Ansonsten, die Linien hielten ja noch recht gut stand eigentlich. Und dann, ja, würde ich an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir kriegen noch eine Division und bis zur nächsten Folge. Bis dann.